Entspannt mit Sophia. Sanft einschlafen und ganzheitlich entspannen. Hallo meine Lieben, ich bin es Sophia und ich freue mich heute riesig, die liebe Vivi bei mir zu haben. Sie hat, wie man sieht, super cooles Make-up drauf und ich bin sehr gespannt, was sie heute Gesicht macht, denn sie ist Kosmetikerin und wird heute
Hast du das jetzt gemacht oder wie sieht das aus? Gibt's eigentlich in jedem DM. Ach so. Und das ist quasi wie ein kleiner Filzstift, der hat eine Filzspitze, die sehr dünn ist. Ah. Und dann kann man die Härchen einzeln anmalen quasi. Das ist nochmal ASMR-Style.
Concealer benutzt. Ich wurde neulich mal gefragt, was für ein Highlighter ich verwende. Und ich meinte, ich verwende keinen Highlighter, das ist einfach der Schein von den Lampen. Findest du auch noch Highlighter oder machst du sowas nicht? Dann mache ich auch noch. Okay.
passiert und da hat er mir neulich geschrieben, dass er neulich mal jemanden kennengelernt hat oder irgendwie kennt er den halt und da meinte er, hey Tim, kennst du ASMR? Und der findet es halt voll gut und Tim dann so ganz stolz, ja, ich war sogar mal ein Massagemodel. Das fand ich schon ganz cool.
dieses, was du da drunter getan hast. Die Base. Ja, genau. Was ist das? Das ist einmal von nix. Quasi wie eine Creme. Glitter. Okay. Und die trage ich jetzt nochmal auf das andere Auge auf. Ich finde bunt ja auch echt super. Also gerade auch dieses Glitzer finde ich mega cool. Ist auf jeden Fall einzigartig. Ja. Ich möchte auch viel öfter jetzt wieder bunt tragen. Also ich hatte mir so irgendwie angewöhnt, hier im Bett recht oft so schwarz zu tragen. Eine Zeit lang fand ich das so cool. Jetzt kommt irgendwie so der Sommer und gerade habe ich auch wieder mehr Lust zur Verwandtheit. Ja, dann lass es jetzt natürlich zum Winter. Genau, wieder geschlossen halten. Hast du eigentlich so einen Favoriten-Look? Also finde ich ja mal cool. Ich mag auch so blau und so metallic und so. Also ist das dein Lieblingslook oder hast du mal einen anderen oder kannst du es gar nicht sagen? Der Zelt ist tatsächlich der Look, den ich gerade trage, so mein Favorit. Den habe ich neulich erst für mich entdeckt, sage ich mal. Ah ja. Und ich finde bei blauen Augen das blaue Lidschatten immer sehr schön. Das lässt die Augen nochmal gut strahlen. Ja, das stimmt. Mal den Unterschied. Also jetzt kann ich gerade, ja, oh ja, ist immer interessant, was Mascara ausmacht. Ja, stimmt. Noch einmal die andere Seite. Ich hatte neulich überlegt, mir so eine Wimpernwelle zu machen. Ja. Ich keine Mascara mehr auftragen muss. Hast du sowas mal gemacht oder irgendjemand gehört, der das gemacht hat? Ja, also ich habe das auch mal machen lassen. Ah. Unter anderem gemacht. Ah. Und ich finde das echt super. Weil bei einer Wimpernwelle kriegen die Wimpern ja einen schönen Schwung. Ja, und wenn genau. Die auch gefärbt werden, dann wirken sie auch viel dunkler. Ach so, färben und Wimpernwelle dann. Schau dich mal von die unteren Wimpern.
magst du dir auch nochmal zeigen, wie sieht echt cool aus, die Palette. Und was ist das für eine Palette? Von Revolution Makeup. In die Kommentare, ob ihr mich so auf der Straße wiedererkennen würdet. Ich find's echt heftig. Man wirkt gleich ganz anders. Ja, total. Ich nutze jetzt noch einen pinken Stift. Damit male ich dir jetzt erstmal die Lippen vor. Ja, geht spannend. Ich würde das niemals hinbekommen. Ich finde auch interessant, wie viele Schritte das auch sind. Ja. Also, was du alles machst. Denkt man erst gar nicht so, aber es hat auch wirklich viel Zeit. Ich benutze jetzt noch eine Art Lippenstift. Ah. Ist etwas flüssiger. Thank you.
sieht so blutrot aus. Ja, okay. Was ist das hier? Das war nochmal Lipgloss, was noch sehr viel Glitzer enthält. Ah, ich liebe Glitzer. Das gebe ich jetzt auch mal über die Lippen. Das kann auch ein bisschen pritzeln auf den Lippen. Das soll nämlich die Lippen auch ein bisschen aufblustern. Thank you.
Stressmuster auf, die dich wach halten. Denn Entspannung beginnt im Kopf. Guter Schlaf.